Beziehungsweise guten Mittag. Es ist mittlerweile schon nämlich Nachmittag fast. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag gelernt und brauche jetzt eine Lernpause. Bin also auf dem Weg in die Innenstadt. Einfach um den Kopf gerade ein bisschen frei zu kriegen. Ich kann gerade nicht mehr. Und gucke einfach mal, ob ich vielleicht ein schönes, neues, frühlingshaftes Oberteil finde. Weil ich so nur Winterkleidung in meinem Kühlschrank, in meinem Kleiderschrank habe. Und deswegen muss ich da jetzt mal gucken, ob ich was Schönes finde. Und das mache ich jetzt mal, ne? Natürlich bin ich nicht fündig geworden in der Stadt. Ja. Und jetzt ist mir saukalt, deswegen mache ich mir jetzt eine Wärmflasche gerade. Kriegst du nicht auf. Denn der Countdown für die Klausur läuft nämlich jetzt. Ich habe noch 2 Tage. Und jetzt muss ich noch alles reinhauen, was noch nicht drin ist. Und dann läuft es, hoffe ich. Ich hätte gerade mal bitte kurz gerne einen Applaus, weil ich habe ja keinen grünen Daumen. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Wochen Narzissen gekauft, die waren bis da nur groß. Und die waren also sehr klein. Jetzt guckt euch an, wie groß sie sind. Und heute ist die 2. Blüte aufgegangen. Tada! Ist das nicht schön? Ich bin so stolz. Da vorne ist das Krankenhaus. Ich glaube, man sieht das gerade nicht so gut, aber das ist ultra fancy, weil das ist so ein Gebäude im Gebäude mit so einem Glaskasten drumherum. Sieht man das da? Das Casino von Enschede. Hier geht's rein in den Club. Oh, da sind schon die ersten Gambler. Guck mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe mal in Las Vegas gegambelt und da habe ich sogar $21 gewonnen und habe sie im gleichen Moment wieder verspielt. Also typisches Gamblerglück einfach. Aber immerhin habe ich schon mal gezockt. Guten Morgen! Ein neuer Tag hat begonnen und wir waren gerade schon wieder fleißig einkaufen und dabei haben wir einen wunderschönen Sonnenaufgang beobachtet, beziehungsweise Aufgang war es nicht mehr, sie war schon ein Stück weit oben, aber es sah sehr hübsch aus. Und jetzt wird lecker dunkles Brot gefrühstückt, ja! Gerade weg ist, weil wir einfach gerade echt eine Lernpause brauchen. Das geht echt gar nicht mehr. Morgen ist Klausur. Also nochmal richtig durchpowern gleich und dann was Leckeres essen, chillen und in aller Freundschaft gucken. Ne? Ja. Today is the day! Wir müssen heute zur Klausur und frühstücken jetzt ganz fix, weil wir müssen eigentlich in 5 Minuten los. Die Klausur war gut! Wir haben ein sehr gutes Gefühl, wir beide sogar, was richtig gut ist. Jetzt können wir den Mittwoch richtig fein genießen. Ich treffe mich jetzt mit 2 Freundinnen, die auch geschrieben haben, noch für einen Kaffee auf dem Campus. Und dann lassen wir den Tag ausklingen. War gerade sehr nostalgisch unterwegs und hat eine Kassette gekauft, eine ABBA-Kassette. Ich freue mich so. Wir sind gerade bei Action und gerade was wir gefunden haben. Ein Federballset für 5 Euro. Wahrscheinlich wird es nicht lange halten, aber wir können gleich mal in den Park gehen und ein bisschen das gute Wetter ausnutzen. Wir können übrigens noch nicht Federball spielen gehen, weil es dezent windig ist und auch irgendwie kälter als ich dachte. Beziehungsweise ich habe im Laden vergessen, dass es draußen kalt ist, weil drin war es warm. Logisch, ne? Fahrrad von hinten. Grün. Grün! Der Michi und ich sind im Park und spielen jetzt Federball. Das Wetter könnte besser sein. Es ist doch relativ frisch. Ist uns aber egal, weil heute ist weniger Wind da. Deswegen werden wir jetzt Federball spielen, weil wir haben jetzt ein Set und das wollen wir ausnutzen. Also los geht's, ne?
ich bin jetzt gerade zu einer Freundin gefahren, sitze jetzt noch im Auto, gehe jetzt rein, weil sie hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Laura. Und wir feiern jetzt heute Abend ein bisschen. Heute ist Freitag und ich bin bei meinen Eltern zu Hause, da ich ja gestern einen Geburtstag gefeiert habe und es dann für mich praktischer war, nach hier hinzufahren, als wieder zurück nach Enschede. Und jetzt sind meine Eltern gerade einkaufen, deswegen habe ich sturmfrei und werde diese Zeit jetzt nutzen, um Geige zu spielen, weil ich meine akustische Geige nur hier zu Hause habe und jetzt gerade ein bisschen Quality Time mit ihr verbringen möchte. Deswegen schnappe ich sie jetzt mal und gucke, was noch in mein Fingerchen drin steckt. Also es ging eigentlich noch erstaunlich gut. Also meine Finger sind jetzt auf jeden Fall nach einer halben Stunde sehr müde und sehr eingerostet. Und meine Schulter kann auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich hatte es schlimmer erwartet, weil ich habe einfach lange Unterricht gehabt, ich glaube, bis ich 16 oder 17 Jahre alt war. Und dann habe ich es halt durch Abi und keine Ahnung, irgendwie lässt man sowas ja dann doch im Teenageralter sein. Und seitdem habe ich halt nicht mehr wirklich regelmäßig gespielt, also nur so mal zwischendurch, wenn ich hier bin. Aber ich war auf jeden Fall voll überrascht, ging noch ganz gut und es hat voll gut getan. Ich muss es unbedingt mal wieder öfter machen. Wie ihr seht, ist wieder Wochenmarkt. Das ist nämlich Samstag und wir sind jetzt auf dem Weg. Und also ich bin wieder zurück übrigens in Enschede, muss ich mal eben kurz sagen. Und wir laufen jetzt hier kurz drüber, holen uns was zu essen und neue Pancake-Soße für morgen früh, weil die ist nämlich leer. Dann werden wir heute ganz viel chillen, glaube ich. Und einen entspannten Samstag machen. Auf dem Sofa mit Popcorn. Und mal gucken, was sonst noch so geht. Und Meckes. Mal wieder. Jetzt denken alle, wir essen jeden Tag Meckes. Ich habe es gerade extra nicht gesagt. Also wir essen nicht jeden Tag Meckes. Wir sind wieder im Park. Heute Sonntag. Und das Wetter ist so schön. Und ich habe meinen coolen Hut aufgesetzt. Ich dachte, wenn nicht jetzt, wandern. Und wir werden jetzt wieder Badminton spielen. Also eigentlich, wir dürfen das nicht Badminton nennen, wir spielen Federball. Ich glaube, wir sind viel zu unprofessionell, um das in irgendeiner Art und Weise Badminton nennen zu dürfen. Ja, wir suchen jetzt ein schönes Plätzchen im Park. Wir haben unsere coole Decke mitgenommen. Und dann chillen wir. Da haben wir die Tage gespielt und jetzt scheint die Sonne. Sieht alles ein bisschen schöner aus. Und wir hören nämlich gerade ganz laute Geräusche. Und ich glaube, dass wieder Kirmes ist. Das ist nämlich der Volkspark hier, der ist mitten in der Stadt. Und da sind immer so Festivals und, keine Ahnung, Foodtruck-Festival, Kirmes, Musikfestivals, alles Mögliche. Ja, und da ist Kirmes. Yay! Da laufen noch Ponys rum. Da ist noch so ein cooles Gebäude, ist, glaube ich, ein Restaurant. Julia braucht jetzt erstmal eine Pause, um über ihren Schock drüber wegzukommen. Ich habe nämlich gerade mit einem Federballschläger so eine riesen dicke Hummel einfach geschlagen. Ich konnte wirklich nichts dafür und es tat mir unfassbar leid. Sie ist auch weitergeflogen, also sie ist nicht tot. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt und ich fühle mich immer noch so schlecht. Sie war einfach in meiner Schlagbahn, da konnte ich nichts für. Ich fühle mich so schlecht. Und wir haben es voll unterschätzt, es ist nämlich doch viel wärmer, als wir dachten. Viel wärmer. Und ich hätte locker eine kurze Hose anziehen können, aber jetzt ist das so, jetzt müssen wir damit klarkommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich jetzt für diese Woche von euch und wünsche euch eine tolle Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!